Ja, hallo, da bin ich mit einer Runde Don't Starve. Don't Starve ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter. Es ist trotzdem ein wahnsinnig tolles Spiel und ich spiele es immer wieder gerne. Ich spiele Don't Starve auch tatsächlich seitdem es auf der PlayStation rausgekommen ist. Es ist erst für PC und dann für die PlayStation rausgekommen von einem kleinen Indie-Entwicklerstudio, die auch seitdem immer wieder konstant an diesem Spiel weiterarbeiten und immer wieder neue DLCs rausbringen und Neuerungen und so Kleinigkeiten immer wieder in dem Spiel ändern, sodass es immer wieder spannend bleibt. Ja, ich habe auch schon einige Charaktere freigeschaltet und vorhin eine Runde aufgenommen, mit dem neuen, den ich noch nicht kenne, Wagstaff. Und bin kläglich gescheitert, weil ich was Falsches gegessen habe und deswegen einfach gestorben bin. Falls ihr das trotzdem sehen wollt, weil ich nur bis Tag 8 gekommen bin, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich jetzt ganz standardmäßig mit Wilson starten. Das ist auch einer meiner liebsten Charaktere. Ganz am Anfang gab es nur Wilson. Ich lasse die Welt mal fast auf Default, nur dass ich Season Start auf Herbst ändere. Das ist das einzige Gemogelte, was ich hier jetzt zulasse bei mir. Ansonsten lasse ich die Map immer ganz gerne auf Default. Ich mache mir mal einen Timer, damit die Folgen nicht länger dauern als 20 Minuten. So. Genau, und da geht's auch schon los und ich zeige euch mein absolutes, allerliebstes Lieblingsspiel, was ich immer mal wieder spiele. Ich hatte jetzt am Wochenende Geburtstag und habe da mit meinen lieben Freunden, aufgrund der derzeitigen Situation, konnten wir ja nicht richtig feiern, aber wir haben trotzdem gefeiert und zwar online mit Don't Starve Together. Und ja, das ist die gleiche Gruppe, mit denen ich auch Dead by Daylight gestartet habe und Red Dead Redemption. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Warum nicht ein bisschen Don't Starve für euch aufnehmen? Weil es wirklich ein All-Time-Favorite von mir ist. Ich liebe die Grafik über alles. Ich kenne kein Spiel, was ich so ansprechend von der Grafik finde. Weil es einfach was anderes ist. Und das Spielprinzip finde ich auch richtig toll. Am Anfang läuft man durch die Gegend und sammelt, was das Zeug hält. Wilson ist der Standardcharakter und mit dem würde ich auch immer empfehlen, erstmal anzufangen, weil der kein Handicap hat. So, und wir starten jetzt hier in so einer Map und wissen nicht, ich bin ein kleiner Wissenschaftler, das verrät uns auch schon das Intro. Maxwell ist der Bösewicht, der hat uns hier ausgesetzt. Und ja, jetzt müssen wir uns hier diese Welt erarbeiten. Wir haben hier links so einen kleinen Tab mit Sachen, die wir erfinden können, weil wir ein Erfinder sind. Und können uns hier die Welt so ein wenig aneignen. Jetzt hat es Pling gemacht. Das heißt, ich kann jetzt schon eine Axt bauen, weil ich ein Stöckchen und ein Steinchen habe. Bubbel, bubbel, bubbel. Bubbel, bubbel, bubbel. Ja, und jetzt fäll ich Holz. Das ist ganz wichtig am Anfang. Steine und Zweige zu finden. Denn. Und Essen natürlich. Das heißt ja Don't Starve. Auch wenn Verhungern selten hier ein Grund ist, weswegen man stirbt. Aber manchmal eben schon. Ja. Genau, da muss man sich so schnell wie möglich eine Axt bauen und Bäume fällen, damit man für die Nacht gewappnet ist. Als ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe, ich musste so sehr lachen. Ich bin gestartet, war ganz fasziniert von dieser wahnsinnigen Grafik und von dieser ganz tollen Musik. Immer wenn man redet, hat jeder eigene Charakter auch nochmal so sein eigenes Instrument, mit dem er spricht. Das finde ich richtig toll gelöst. Und dann kam die Nacht und ich bin einfach gestorben.
einfach witzig, ja. Und eigentlich finde ich es auch ganz süß, hierzu mal ein bisschen was aufzunehmen, bei YouTube hochzuladen. Einerseits, weil ich das Spiel ja sowieso immer mal wieder gerne starte und immer wieder gerne von vorne starte. Andere Leute bei Don't Starve Together vor allem, da gibt es auch die Rollback-Funktion, sodass man, wenn man stirbt, nicht so wie hier, wenn man hier stirbt, stirbt man. Dann muss man ganz von vorne wieder anfangen, alles ist verloren. Das macht aber auch den Reiz des Spiels auf. Bei Don't Starve Together ist es so, dass man das einstellen kann, dass man ein paar Tage zurückspringt oder ja, da kann man auch nochmal sich öfter wiederbeleben lassen von anderen. Finde ich, hat auch seinen Reiz, gerade wenn man mit vielen anderen oder mit fremden Leuten spielt, ist es ziemlich wichtig. Puppel, puppel. Ja, dann sammle ich mal noch ein bisschen Holz und dann mache ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Standort für mein Lager. Das muss ich auch relativ fix machen. Wie viel Holz habe ich? So, 12 Stück. Ja, dann geht es erstmal weiter. Genau, und ich finde es auch ganz süß, ein bisschen Don't Starve aufzunehmen. Das ist eigentlich auch schon ein ziemlich beliebtes Spiel, obwohl es so ein kleines Indie-Studio ist, von dem es eben entwickelt wurde. Weil ich damals, als ich es neu entdeckt habe für mich, dieses Spiel, habe ich auch gleichzeitig Let's Plays nochmal für mich auf eine ganz andere Art und Weise entdeckt. Sonst habe ich immer so ein bisschen irgendwie geschichtsmäßig mir Spiele angeguckt, die ich eben nicht selber gespielt habe. Horrorspiele oder mit Ness zusammen irgendwelche YouTubes wie Serien, YouTube-Streamer geguckt habe, wie so Serien. Aber bei Don't Starve habe ich dann einen ganz sympathischen, kleineren YouTuber auch gefunden, der das Spiel gespielt hat und habe da meine Informationen irgendwie so rausgezogen und meine, ja, die Fehler, die er gemacht hat, habe ich dann für meine Spielweise auch adaptiert und eben dann nicht gemacht. Und das habe ich richtig gesuchtet. Also, den fand ich richtig witzig. Das hat Spaß gemacht, zuzugucken. Deswegen fände ich es ganz schön, eigentlich auch ein paar Folgen Don't Starve hochzuladen. So. Gold habe ich auch schon. Das heißt, ich kann die erste Maschine bauen. Wir sind ein Erfinder. Das heißt, wir können Maschinen erfinden. Und mit der Hilfe dieser Maschinen können wir noch weitere Rezepte herausfinden, um uns das Leben hier ein wenig zu erleichtern. Ich guck mal, wo ich noch lang gegangen bin. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Gras und Steine. Ja. Und Essen. Sieht gar nicht so schlecht aus jetzt für mich. Ja, als dann das Reign of Giants Update kam, kam auch der Sommer dazu. Da drin bin ich immer noch nicht so gut. Und in letzter Zeit gab es noch ein Update, das Hamlet Update. Beziehungsweise da gibt es jetzt ein DLC, das ich noch gar nicht besitze. Und das ist mir erst heute aufgefallen. Oh, ich muss ganz schnell mal ein Feuer machen. Oh, nicht hier bei dem Vogelmonster. Eieieiei. Ist mir heute erst aufgefallen, das Hamlet DLC ist schon vor einem Jahr ungefähr für den PC rausgekommen. Da habe ich immer so ein bisschen drauf geschielt. Aber es kam für die PlayStation nicht raus. Und jetzt habe ich gestern gesehen, nee, heute habe ich das gesehen, dass das dann doch tatsächlich jetzt auch hier für die Konsole rausgekommen ist. Ja, in der Nacht sortiere ich immer gerne mein Inventar. Ich sortiere es immer auf die gleiche Art und Weise. Also die Stöckchen hier. Damit ich einen Überblick darüber habe, was mir noch fehlt, was ich noch habe. So.
Die Steine müssen eigentlich auch noch hier hin. So, dann haben wir es auch. Und dann brate ich das hier mal weg. Und dann kann ich das schon essen. Ja, mein Ziel ist es hier in dieser Runde. Ich habe ja alles auf Default gelassen, alles auf leicht quasi. Also so mittelleicht. Man kann den Tag auch noch kürzer einstellen. Rechts oben haben wir die Anzeige für den Tag. Da ist gerade Nacht, also blau. Da sehen wir auch, dass im Moment quasi das Gegenteil von Vollmond ist. Das ist dieser blaue kleine Kreis neben dem Tag. Alles, was gelb im Tag ist, ist halt Tageszeit. Dann rot ist die Dämmerung. Da sollte man sich langsam darauf vorbereiten, dass man alles für ein Feuer zusammen hat. Und oder in der Nähe des Lagers ist. Und blau ist halt die Nacht. Dann gibt es diese drei Anzeigen mit dem Herz und dem Magen und dem Hirn. Ja, Herz und Magen sind ziemlich selbsterklärend, wenn man angegriffen wird. Dann erleidet man eben Schaden. Der Magen ist eben extra eine Anzeige für Essen. Und das Gehirn ist eine etwas schwierigere Anzeige, denn jeder Charakter mag oder hasst Dinge unterschiedlich tolle. Wilson hat eben nicht so ein starkes Handicap. Lässt du das wohl sein? Ja, so. Wilson mag nicht so gerne im Dunkeln stehen. Oder schlechte Dinge essen, aber ist alles im Rahmen. So, hier runter gehe ich mal ein bisschen. Ja, und dementsprechend nimmt das Gehirn dann ab. Also wenn ich zu lange im Dunkeln stehe, erleidet mein Gehirn Schaden. Und das kann ich durch Erfinden von... Die hier brauche ich eigentlich gerade nicht. Neuen Rezepten für neue wissenschaftliche Experimente quasi. Experimenten. Wieder auffüllen oder durch Schlaf zum Beispiel. Genau, und so arbeitet man sich hier langsam so voran, bis man ein Lager hat. Und mein Ziel ist es, in den Adventure Mode hier zu kommen. Den finde ich nämlich richtig toll. Ich mag das Spiel auch so sehr gerne. Aber irgendwann, so ab Tag, ich weiß auch nicht, 120 oder so, starte ich meistens die Welt neu, weil ich schon irgendwie so alles für mich erreicht habe in der Welt, was ich so brauche. Ja, und ab da würde es dann eben anfangen, was viele Leute machen mit dem Sortieren der ganzen Welt. So ein bisschen, als würde man Minecraft spielen. Und da bin ich nicht so ein riesiger Fan. So, wenn man 12 Blumen zusammen hat, kann man sich auch für seine geistige Gesundheit so ein wunderschönes Blumenkränzchen machen. Dann hat man direkt so einen kleinen Pfeil da oben rechts bei dem Gehirn, der nach oben geht. So, Matt habe ich hier in dem Tab. Die Standardwerkzeuge, erstmal ein bisschen Feuer und diese Maschine hier. Die kann ich jetzt nämlich schon mal hier so blau vorplatzieren. Die ist dann erstmal gespeichert und die Ressourcen sind aus meinem Inventar verschwunden. Das kann manchmal ganz praktisch sein, um noch mehr Ressourcen sammeln zu können, während man noch hier durch die Gegend läuft. Das kann ich auch mit dem Feuer machen, das ich ja sowieso immer mal wieder brauche. Und das ganz Praktische daran ist, dass wenn ich das Feuer schon mal vorsetze und dann sterbe und so ein Schrein, es gibt hier so zwei Wiederbelebungsschreine pro Welt, wenn ich den aktiviert habe, ist das Feuer noch in meinem Inventar gespeichert. Das ist also ganz praktisch. So stirbt man dann nicht direkt, wenn man mitten in der Nacht wiederbelebt wird. Und deswegen versuche ich meistens dann irgendwie auch, falls die Ressourcen knapp werden, so ein Feuer parat zu haben. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Ah. Da ist die Axt schon wieder kaputt. Und ich brauche ein bisschen mehr Holz.
Und die Bäume hier, dieser knorrige Baum, ist anders als der Everest. Die werfen keinen Tannenzapfen ab. Das bedeutet, dass ich nicht nachpflanzen kann. Deswegen fälle ich die nicht ganz so gerne. Da ist das Metal Potato Thing. Ich wollte mal gucken, wie es im Deutschen heißt. Metallkartoffelding. Ja, ist einleuchtend, oder? Gut. Ja, jetzt habe ich auch schon eine Schaufel, aber ich habe noch keinen Rucksack. Und ich bin auf der Suche jetzt. Da mache ich nämlich immer gerne mein Lager hin. Bei den Büffeln. Die Büffel, die finde ich immer ganz putzig. Die machen immer so tolle Geräusche. Und außerdem hinterlassen die auch Ressourcen. Dunghaufen, mit denen man Farmen bauen kann. Und... ah, die mag ich auch gerne. Ja. In dem Gebiet hier ist immer das... das ist erstmal gut zu wissen. Hier kann ich auch Knochen fahren. Das Sommermonster ist ja auch immer. Ja, und die Büffel, die schützen einen nämlich auch ein wenig. Falls Hunde kommen. Die hier. Okay, also wären hier Büffel, wären sie wahrscheinlich schon tot. Der wird irgendwann von mir ablassen, weil das ja kein Hund ist, der... ich gehe da später nochmal hin in Ruhe. Der wiederkehren kommt, sondern die wohnen da, die Hunde. So. Die Büffel sind aber in so Grasgebieten. Was die Ressourcen angeht, kann ich mich gerade noch nicht beschweren. Gras, Gras, Gras. Ja. Das eine Blume essen bringt ein bisschen ein Leben, glaube ich. Eine Blume, ein Leben. Mehr pflücken brauche ich gerade nicht. Ich brauche einen Ort zum Lagern. So, ich mache mir mal eine Fackel und dann geht es diese Nacht einfach mit der Fackel weiter. Ja. Neu bei Don't Starve ist nicht nur... also die erneuern ja immer wieder Sachen. Aber ich habe das Spiel jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr nicht mehr gespielt. Und davor auch immer nur so sporadisch. Hier wohnt ein Schwein. Über einen Friedhof nachzugehen ist auch nicht so schlau. Aber da findet man manchmal Gold. Na gut. Weil wir jetzt in letzter Zeit, René und ich, gemeinsam Don't Starve öfter gespielt haben. Und davor habe ich das immer alleine so ein bisschen gespielt. Es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Spiel. Und das lohnt sich immer mal wieder reinzugucken, weil es immer wieder neue Dinge gibt. Genau. Es gibt einen neuen Charakter, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt. Und auch neu ist, dass die Charaktere, die schon bestehen... oh, da habe ich nicht aufgepasst. Die haben auch ein Update bekommen. Und haben einen eigenen Tab unten. Ganz unten haben die dann irgendwie eigene Rezepte, die nur die erstellen können. Wilson hat das anscheinend nicht. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Weil man braucht es ja eigentlich nicht. Es ist dann irgendwie so nice to have. Gut, dann gehe ich hier mal hoch. Immer schön auf den Wegen, denn da ist man ein bisschen schneller unterwegs. Ein Wurmloch. Gehe ich durch das Wurmloch? Nee, ne? Ich habe gerade eigentlich kein Problem mit der geistigen Gesundheit. Aber hier, vielleicht haben wir hier auch schon Glück. Ich starte eigentlich immer gerne im Herbst. Die Gefahr ist ja groß, dass man im Frühjahr startet und dann den Sommer überstehen muss ohne eine Feuerlöschmaschine.
Das kann ich so nicht akzeptieren, deswegen starte ich eigentlich hier so ein Schrein. So, jetzt kann ich hier drauf gehen, wieder ein Schrein. Und jetzt kann ich hier wieder spawnen, falls ich sterbe. Was ich jetzt nämlich immer mache, erstmal lasse ich immer so ein bisschen Holz hier. So, und ein paar Stöckchen. Nicht allzu viele, denn ich brauche die ja noch. Gras habe ich hier ja in der Nähe alle. Gut, viel mehr brauche ich nicht. So, und dann nehme ich mir nämlich irgendwas, was ich wegschmeißen kann. Hier, warte, die kann ich vielleicht aufbrauchen. So. Dann kann ich die nämlich annehmen. Die hier wegnehmen. So. Und dann farme ich hier die Schweineköpfe ab für die Pigskin. Weil der Schrein funktioniert auch, wenn man die Schweineköpfe hier abmontiert. Und die Schweinehaut braucht man eigentlich für alles Mögliche. Für einen Regenschirm oder für einen wunderschönen Kampfhut. So, Hunger habe ich auch. So. Und dann geht's weiter und dann hoffe ich, dass hier die Büffel sind. Das wäre jetzt richtig 1A klasse. Los, Büffel. Wupp, wupp, will ich jetzt hören. Wupp, wupp. Ich habe so das Gefühl, dass sie hier sind. Das ist ein richtig schönes Grasgebiet. Wir können quasi nirgends anders sein. Ich gehe mal ein bisschen mehr am Rand entlang. Oh, hier, ah, hier ist doch... Ah, ich habe es doch gesagt. Hier sind sie. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen weiter Richtung Schrein. Nicht... Also ich kann nur empfehlen, nicht allzu nah bei den Büffeln sein Lager aufzuschlagen. Oh, hier haben wir eine schöne Wegkreuzung. Ja, hier ist gut. Das wird mein Standort hier. Die werden ja auch immer mal wieder brünstig und das kann lebensgefährlich werden. Und das möchten wir ja nicht. So, und dann brauche ich mir einen Rucksack. Weil ich ja schon wieder voll bin. Und eine Schaufel, obwohl ich schon eine habe. Zack. Und dann kann ich auch sehr gut gebrauchen noch eine Kiste, weil das noch nicht reicht. Setze ich mal meinen Steinkreis hier hin. Hier hin. Und gehe mal wieder auf Baumjagd. Guck mal, was hier links noch neben ist. Es sind sehr viele Hasen. Hier ist es auf jeden Fall schon mal gut, Fleisch zu farmen. Verhungern werde ich in der Welt hier nicht. Auch wenn es gerade so aussieht, als würde ich verhungern. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich pflanze mal gleich. Ich wollte die eigentlich essen. Aber ich pflanze mal hier gleich die Bäume hin. Weil Bäume hier anscheinend so ein bisschen Mangelware sind. Bis jetzt. Können wir ja ändern. Kein Problem. Büsche lasse ich mal hier stehen. Wenn ich die ausgrabe und mitnehme, dann muss ich die immer mal wieder andüngen. Wenn ich die jetzt aber einfach drin lasse, dann kommen die von alleine immer wieder. Brauche ich die nicht zwischendurch mit dem Eimer nachdüngen oder mit vergammelten Blumen. Das geht auch. Man kann total gut Blumen am Anfang sammeln. Und nachdem man sich so einen schicken Kranz daraus gebaut hat, kann man dann die restlichen vergammeln lassen und dann damit immer wieder nachdüngen. Das geht auch richtig gut und ist super billig. Hauptsache, man lässt ein paar Blumen für die Bienen stehen. So, den Baum brauche ich noch. Ja, und es gibt auch immer wieder neue Sachen hier in dem Spiel, die ich auch immer noch nicht kenne. Und ich wollte ein bisschen noch schauen, ob ich die neuen Rezepte hier
mal ein bisschen austesten kann. Bei Don't Starve Together haben wir jetzt schon ein Schiff gebaut. Das fand ich auch ganz witzig, auch wenn wir das an der Stelle gebaut haben, an der wir leider nicht weiterfahren konnten mit dem Schiff. Es war trotzdem sehr witzig. So, wo ist mein Lager? Da unten. So, dann setze ich die doch mal hier so irgendwie hin. So. Klasse. Da ist mein Feuer. Da sind Samen, die ich auf jeden Fall essen möchte. Kochen. Futtern. Und dann könnte ich mir eigentlich auch schon fast die nächste Maschine bauen. Aber ich mache dann jetzt erstmal hier Pause. Und mache dann an Tag 4 mit euch weiter und werde jetzt erstmal ein bisschen kochen und essen die Nacht über. Und wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Runde Don't Starve. Bis dann.